Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 11.11.2022. Ich habe mittlerweile aufgehört zu zählen, wie viele Versuche ich jetzt schon in den Papierkorb direkt gehauen habe, nachdem ich es eingesprochen habe, weil ich mich immer wieder aufrege. Das heißt, ich muss jetzt, damit ich mal die Analyse zum Abschluss kriege, irgendwie versuchen, mich in einen Ruhepol zu versetzen. Und deswegen habe ich euch den jungen Scheißer mitgebracht, der hier über beide Ohren strahlt, denn es war ein grandioser Tag für alle Investoren, Aktien und Indizes. Und da war nichts mit Angst, gar nichts. Nichts mit Angst und Gefahr unten raus. Wir haben drüber gesprochen, was kann passieren über 5, unter 5,75. Wir haben drüber gesprochen über 13.700. Wir haben drüber gesprochen, dass Dynamik anstehen wird. Übertreibungen oben möglich sind, dynamische Bewegungen unten möglich sind. Auf jeden Fall richtig Stress drin sein kann. Wir haben sogar, glaube ich, in der Analyse geschrieben und sogar explizit das nochmal reingeschrieben, dass man an dem Tag vielleicht wirklich ein paar Mal mehr auf den Chart auch gucken sollte, damit einem hier nichts Blödes widerfährt und nun ist der Markt halt oben aus der 700 raus. Hat jetzt erwartungsgemäß das gemacht, was er getan hat. Er hat das sehr rabiat gemacht, auch sehr punktuell gemacht. Ja, das ist nicht unbedingt typisch, haben wir aber genauso auch exakt vor 2 Jahren auch schon mal gehabt. Ne? Für die einen oder anderen, die da noch nicht da waren, das ist genau das Gleiche, was wir jetzt hier haben, hatten wir vor 2 Jahren, einen Tag vorher, am 9.11.2020 auch schon mal gehabt. Damals gab es so eine Impfstoffmeldung, buff, da kam man mit Aufwärtsgap sogar rein, es war noch fieser, ja, ein Aufwärtsgap nach einer übelsten Rallye. Vorher ist er schon richtig viel gestiegen, aus der US-Wahl raus, ne, da waren schon unheimlich viele Short drin, so wie hier, ne, wo hier ganz viele Short drin waren, Und da hat er sich dort auch hochgesprungen. Wir gucken da auch gleich nochmal an den Tagesschau drauf. Aber ich bin jetzt erstmal übelst happy, dass ich die Kurve gekriegt habe und mich nicht schon wieder übelst aufrege über die ganzen Typen, die jetzt hier die Konten an die Wand geklatscht haben, weil sie der Meinung waren, sie müssen dagegen anshorten. Punkt. Nein, ich Ruhe, Frieden. Wartet, ich hole mir nochmal den kleinen Scheißer vors Gesicht. Ich will die Analyse jetzt echt fertig haben. Ich sitze hier bestimmt jetzt schon seit einer Stunde und versuche hier irgendwas einzusprechen. Wir bleiben ganz neutral auf dem Markt. Ich reg mich nicht drüber auf, dass, obwohl das Leute wussten, dass es übertreiben kann, dann trotzdem die ganze Zeit Short gegengeklopft wurde. Ich reg mich da nicht drüber auf. Es weiß jeder, wie man Risikomanagement handhaben kann. Es weiß jeder, wie man sich im Markt bewegen sollte. Und das weiß auch jeder, dass man immer mit allem rechnen muss. Ja, mit fiesen Sachen, dass man auch mal nicht traden kann, dass auch ein Markt mal nicht ausführen kann, ne, dass einem das Internet ausfällt, man das Handy kaputt geht, der Rechner kaputt geht, man nicht traden kann, man ein paar Minuten nicht drin ist, in dem Moment natürlich irgendwo eine Atombombe einschlägt. Also, dass man einfach ein Risikomanagement nutzen muss, um sich in so einem Falle dann eben abzusichern. Das Schlimmste, was einem hier hätte passieren können, ist, ein Stop-Loss wird halt erst weiter oben ausgeführt. Ja, ist aber immer noch besser, wie dann hier oben bei 14.100 festzustellen, ach du Scheiße, was ist denn das für eine Kacke gewesen? So, oder noch besser, hier schon das halbe Depot zu verlieren und dann hier nochmal das rechtlich hinterher zu senken, weil man unbedingt diesen Verlust ausgleichen muss. Das sind Anfängerfehler, das ist Lemminge-Spielen, das ist typisches instinktives Marktverhalten. Ich kenne das, ich weiß das, ich verstehe euch sogar auch. Ich habe mir selber auch mal so gehandelt. Ich kenne das gut, ich kann mich da super reinversetzen, aber umso mehr regt mich das immer drauf auf, weil ich ja eben versuche, Leuten zu zeigen, macht doch nicht die gleichen Fehler wie ich. Und dann sagt man es, dann erklärt man es und dann ist wieder ein Monatsgehalt weg, 2 Monatsgehalt weg. Aber halt, ich muss mich hier irgendwie fokussieren, damit ich bei der Analyse bleibe. Und der junge Mann hat sich gefreut. Genau, dann machen wir einfach weiter. Der junge Mann hat sich gefreut, das ist ein richtig starker Tag gewesen. Und das Wichtigste, was hier jetzt eigentlich ist, ist, zum einen hat der DAX jetzt ein Kurs hier von mir persönlich erreicht. Das kennt ihr aus der Morgenanalyse hier nicht so wahrscheinlich. Das ist aus unserem Webinar ein Bewegungsziel gewesen vom letzten Sonntag. Das heißt, die bei uns im Premium sind, hatten letzten Sonntag nochmal die Ehre, ein kleines Video, 15 Minuten, glaube ich, hat man bloß rumgeschickt. Da hat man drüber gesprochen, weil ja im Tageschart
der Markt ein bisschen von unserer Route weggerutscht ist, die wir hatten. Wir hatten ja hier von hier unten gesagt, hoch bis 300, 400, dann dort Fehlausbruch und so. Und dann hat er ja hier den Pullback gemacht und sich nach oben gedrückt. Deswegen hat man da nochmal ein Video rumgeschickt und haben gesagt, jedes höhere Hoch kann im Zweifel bis 14.200 erstmal hoch. Und da sind wir jetzt. Und das ist schon wichtig. Ja, also auch für die Webinarleute bei uns, ihr kriegt dann noch, wie es weitergeht auf übergeordneter Ebene. In der Morgenanalyse hier können wir jetzt erstmal nur auf das Untergeordnete eingehen, weil es ist ja die Analyse für morgen, für den nächsten Tag. Und da ist mir eben dieses, muss ich das trotzdem erwähnen, ist mir die 14.200 unheimlich wichtig. Man sieht es hier gar nicht auf der Ebene, warum das so wichtig ist, aber mir ist sie einfach wichtig. Ja? Das heißt, auf Tagesebene ist sie mir wichtig. Sollte der Markt jetzt zeigen, dass er das auch so sieht wie ich, und ihr seht, dass der am Freitag um die 200 eher mehr pendelt und per Tagesschluss drunter schließt, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir am Montag, Dienstag auch wieder deutlicher in Rücklauf nach unten gehen. Sollte der Markt aber diese 200 einfach liegen lassen, ignorieren, drüber laufen, nehmt mal zur Kenntnis, dass ganz viele US-Aktien von Tiefs weg, also wirklich von Jahrestiefs weg, jetzt so eine fetten grünen Kerzen geschlagen haben. Also im Grunde muss man eigentlich jetzt davon ausgehen, dass die Jahresendrallye im Nasdaq oder den US-Indizes jetzt beginnen kann. Und die Betonung liegt auf beginnen. Beginnen. Denn während unser DAX hier ja so super schön gestiegen ist, haben die US-Indizes sich die Eier gekrault und irgendwie die in die Toilette runterhängen lassen können. Also das sah wirklich hier mit Sternchen, Sternchen aus. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Also die viele US-Titel sind richtig, richtig, richtig mistig aus. Und die haben jetzt aber fette Konterkerzen drinnen. Da sind viele zweistellig im Plus rausgegangen, viele über 8% noch und wirklich richtig, richtig, richtig viele. So, jetzt müssen wir mal eins zu eins, eins und eins zusammenzählen. Wenn der Nasdaq oder die US-Indizes und die US-Aktien jetzt anfangen, in eine positive Börsenstimmung zu kippen, was macht dann unser DAX? Weil er konnte ja schon mit den schwachen Amerikanern gut steigen. Üblich und häufig auch beobachtet wäre, er läuft seitwärts, während die aufholen. Das gibt's oft. Das gibt's oft. Oder er rennt einfach weiter. Und das sollte bitte jeder jetzt hier auch in der Situation ein bisschen vor Augen haben, dass diese Übertreibung, von der wir gesprochen haben, hier nicht enden muss. Der kann auch durchaus in die 14.800 bis 15.200 noch durchziehen. Und so wie er drauf ist, ist das ein Tagesmarsch. Das macht er nicht. Keine Angst, keine Panik. Aber ja, guckt es euch an, ja. Das wären 2 Tage, dann könnt ihr da oben stehen. Also auf keinen Fall bitte irgendwelche Dummheiten machen und jetzt hier so nach dem Motto, das muss jetzt wieder alles runter. Das kommt bestimmt runter, ich bin bei euch. Aber tradet bitte vernünftig. Tradet einfach bitte vernünftig. Erweist mir den Respekt und tradet vernünftig und verballert nicht immer das ganze hart verdiente Geld an der Börse. Tradet einfach vernünftig. Ne? Wenn ich ein Signal bekomme auf der Short-Seite, das wäre für mich jetzt eben eine rote Tageskerze am Freitag, die dann nach unten einläutet. Dann wäre das eine schöne Basis oder Fehlsignal auf der Oberseite. Und da gehen wir jetzt mal runter, denn es soll ja die Analyse für den Freitag sein. Was wird jetzt wichtig für den Freitag? Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass. Oh, ich kriege die Analyse fertig, ich fasse es nicht. Ich kriege die Analyse fertig. Sie wird zwar trotzdem 10 Minuten lang, aber das ist besser als alles, was ich bisher besprochen habe, weil ich nur Minuten, zig Minuten, eine halbe Stunde, 30, 20 Minuten lang nur über Trading-Fehler gesprochen habe. Und das gehört hier nicht rein. Das ist halt keine Morgenanalyse sonst. So, was erwarte ich für den Freitag? Ihr müsst jetzt verstehen und auch sehen, dass es hier echt viele gibt, die richtig, richtig, richtig Scheiße gebaut haben. Die da jetzt auch raus müssen. Die sich das gar nicht mehr leisten können, das noch weiter auszusitzen. Die vielleicht jetzt schon E-Mails, Anrufe von ihren Brokern gekriegt haben, so nach der Bitte, sehr geehrter Herr, bitte zahlen Sie mal ein
Oder schließen Sie mal Ihre Position. Und Position schließen im Verlust. Da haben ganz viele ein Problem damit, dass es uns instinktiv einfach nicht in die Liege gewegt worden. Das muss man sich antrainieren. Als Trader muss man sich das antrainieren. Man kommt nicht dran vorbei, sonst wird es einem immer wieder so eine Scheiße genau ins Kreuz hauen. Immer wieder wird einen so ein Tag treffen. Egal welche Nachricht, egal welche Aussage, egal ob man es kommen sehen hat oder nicht, egal ob ein wirtschaftlicher Termin war, eine Nachricht oder wie auch immer. Ich glaube, ganz viele Nachrichtentrader werden tatsächlich diese Kerze vielleicht gar nicht für sich genutzt haben bekommen, weil sie es gar nicht kommen sehen haben. Ja, weil es nichts mit Ukraine oder sonst so zu tun hat. Also, aber Fakt ist, hier sind jetzt wirklich viele richtig auf Anspannung drin. So, und wenn Leute auf Anspannung sind und versuchen, ihr Feld zu retten, ja, wie traden die dann? Die sind dann völlig im Wahn. Da kommt ein neues Tagesrund, dann denken sie, oh Gott, jetzt läuft es bis 14.400, 14.600. Jetzt, oh Gott, jetzt gehe ich schnell long. Oh, mach ich, oh, ich war vorher mit 8 CFD drin, jetzt nehme ich 10. Jetzt hand ich long. Oder ich hatte vorher 1.000 K.O.-Scheine, jetzt nehme ich 2.000 K.O.-Scheine. Dann hole ich mir hier oben die Punkte wieder. So, was macht der Markt? Macht hier runter, geht unter 14.100, sitzen die da. Oh nein, jetzt fällt das. Jetzt fällt das. Ich hab's doch gewusst, Mann. Ey, ich war short. Warum bist du nur im Top Long gegangen, du Idiot? Du warst doch short. Komm, Long raus, short rein. Was macht der Markt? Brrr. So, und das Spiel mag der Markt. Der macht das gerne, weil er damit Geld verdient. Das ist die Funktionsweise der Börse. Ne? Mit Instinkten, Ängsten, Panik und allen möglichen anderen Emotionen des privaten Kleinanlegers spielen, damit er sein Geld verliert. Dafür ist die Börse geschaffen. Das ist der einzige Zweck, den sie hat, das Geld von unten nach oben zu transportieren. Das muss man irgendwann einfach verstehen und dann für sich nutzen. Oder man bleibt immer das Opfer. Ja, und dann wird es immer irgendeine Ausrede geben, warum man hier gerade wieder verloren hat. Aber man wird es nicht gedreht bekommen. Ja, dann hat man mal irgendwann mal Glück und dann am nächsten Tag ist wieder alles weg, weil man es verpüdelt hat. Ja, und ich würde jetzt einfach sowas mal ein bisschen drauf achten, ob man sowas kommen sieht. Ich glaube nämlich, dass das kommt am Freitag. Ihr könnt mir gut vorstellen, dass der so an die 270 vielleicht noch anläuft, vielleicht sogar ein kleines Aufwärtsgap mit reinstellt, von dort dann aber wieder runterarbeitet, ne? Ein neues Hoch gar nicht mehr annimmt und kauft, sondern eher runterdrückt und dann hier so unter die Armtiefs einmal drunter sticht, sodass alle wieder schreien, oh, jetzt Umkehrsignal, jetzt kann es sein, dass er bis 13.700 runterrennt und dann kommt der, dann gehen sie halt in den Short und dann macht er wieder nach oben und dann kann das sein, dass er wirklich auf der Ebene uns Freitag auch wieder den Schluss stellt um 14.180. Und mir wird jetzt wichtig, kommt am Freitag jetzt die rote Tageskerze oder nicht? Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Also für mich ganz persönlich hat er jetzt hier ein Ziel erreicht. Das ist unser Webinar-Ziel vom letzten Sonntag gewesen, 14.200. Die ist jetzt drin. Das heißt, ich persönlich könnte für mich am Freitag gar kein Trade rechtfertigen, weil ich kann hier nicht mehr long gehen. Mein Ziel ist erreicht. Ich muss jetzt erst sehen, wie läuft der Cloud drüber? Bestätigt das von oben, dass er auch drüben bleiben will, oder stößt er sich jetzt nach unten ab? Ja, aber ich könnte jetzt zum Freitag noch gar keine Aussage dazu treffen. Und deswegen würde ich persönlich einfach den Freitag jetzt mal angucken, wie läuft er, wie bewegt er sich, was macht er. Und wenn das so ein schöner Seitwärtstag ist, kann man nämlich am Montag wunderbar unter dem Freitag drunter Shorts zünden als Stop Sell. Einfach die neuen Tiefs unter dem Freitag dann mitnehmen und darauf würde ich, glaube ich, den Fokus setzen, weil wenn der in den Rücklauf geht, natürlich, dann kann er hier an seine Verkeilungslinie wieder ran, die liegt im Bereich um 800 oder den Pullback auf das letzte Doppeltop hier bei 13.700. Und das sind schon attraktive Ziele. Aber, wir haben noch keine Signallage dafür. Ja? Das heißt, wenn der einfach das komplett ignoriert und hier auch über eine 200 easy drüber läuft, über eine 270 drüber läuft, wie es wäre, die gar nicht da, dann kann der locker weitermachen. 4,45, 14.600, das sind die nächsten Ziele. Und die kann man sich dann, auf die kann man sogar dann nochmal hintraden. Ich würde es, glaube ich, zum Freitag gar nicht, ich persönlich würde am Freitag keinen Long suchen. Nee, nee. Und selbst wenn der auf 14.600 steigt, wäre mir persönlich egal. Ne? Mir wäre wirklich wichtig, jetzt zu schauen, wie er sich bewegt und wie er läuft. Und ich würde, glaube ich, eher erwarten, dass er viel zu viel Signal neigt. Gerade so neue Hochs nicht mehr annimmt. Und wenn er sowas sieht, der macht neues Tageshoch und zieht direkt wieder zurück. Verkauft quasi ein neues Hoch. Dann sind das sogar kleine Short-Chancen. Ne? Um dann unten mal in ein Short-Signal reinzutraden, dann aber den Short abzubrechen, da wo das Short-Signal kommt. Und erstmal wieder den Rücklauf abzuwarten. Das könnte ich mir zum Freitag gut vorstellen. Sollte der Freitag komplett nach unten arbeiten und auch deutlich unter 14.100 liegen, lass den bitte bis Tagesende abgleiten. Es kann gut und gerne sein, dass der nicht viel fällt, aber ergiebig.
Auch das eine Reaktion, die wir im DAX kennen, als Reaktion auf starke Donnerstage, dass er den kompletten Freitag abrutscht. Meinetwegen, er macht einen Aufwärtsgap an 2,50, 2,70 und dann fängt er an zu fallen und fällt. Dann steigt er kurz an, macht aber keinen neuen Tageshoch mehr, fällt weiter, steigt kurz an, fällt weiter, steigt. Und dann macht er das bis Tagesende. Dann passt bitte auf, dass ihr euch dort dann nicht in Longs vertüdelt, weil der macht am Montag dann noch weiter runter. Wenn er das so macht am Freitag. Wenn der Freitag eine rote Kerze bringt, hätte ich schon am Montag direkt Ansage, dass da noch auch ein bisschen mehr hinterherkommen kann. Ne, also da ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, die Ziele unten raus wären jetzt 69, 800 und 700. Das sind die Rücklaufziele. Alles drei ist erreichbar. Auch tieferes ist erreichbar. Ne, auch ein Gap-Close hier unten im Bereich um 13,585 ist erreichbar. Ja, aber wir brauchen erst eine klare Umkehr von der 14.200 weg und mindestens mal eine rote Tageskerze. Die möchte ich bitte einmal sehen. Und bleibt er jetzt drüber? Steigt er jetzt hier raus, gucke ich mit euch jetzt mal noch drüber. Das haben wir, glaube ich, jetzt in der Version des Videos noch nicht. Krass, jetzt ist doch wieder 15 Minuten, aber wir haben uns zusammengerissen. Ich habe mich zusammengerissen. Müssen wir auch drüber reden. Wir können es nicht komplett weglassen. Trading Psychologie gehört zum Trading dazu. Das Wichtigste überhaupt. Charttechnik, das ist völlig nebensächlich. Wenn du tradest wie ein Bekloppter, dann kannst du zigtausend Charts angucken, kannst du die besten Analysten der Welt zusammenziehen. Wenn du wie ein Bekloppter tradest, kommt auch noch Scheiße raus. Das ist die Wahrheit über Trading. Ja, man muss halt einfach versuchen, mit einem vernünftigen Setup und Risikomanagement, dass man selbst, wenn man an solchen Tagen im Stop-Loss mal völlig verzogen wird, 200 Punkte im Stop-Loss anders ausgeführt kriegt, als man es hat oder geplant hat, dass man dann trotzdem da sieht und sagt, das war jetzt aber fies. Ja, aber trotzdem sagen kann, ja, gut. Und hat mich jetzt aber auch nicht den Kopf gekostet. Das hat mir eben nicht das Depot an die Wand geklatscht. Also, es hat mich einfach ein bisschen mehr gekostet, als es geplant hat, aber das ist okay, halt, ne? War ein besonderer Moment, hat es überrissen. Aber der hat mir halt jetzt nicht die letzten 4 Wochen Gewinne wieder runtergezogen. Und das darf es eben einfach nicht sein. So, ich wollte mit euch zurück in den Dings. Ich habe so viele Versionen eingesprochen. Ich weiß nicht mehr, ob ich jetzt in dieser aktuell laufenden Version. Dann mache ich es wirklich nur kurz. Das war hier vor 2 Jahren, der Dings. Und guck, was danach passiert ist. Ja, also er muss nicht in den Rücklauf, er muss da nicht zurück. Wenn die Amerikaner jetzt ihre Jahresendrallye anfangen, wie auch hier in 2020 das der Fall war, kann der Markt echt noch gut ein paar Meter durchziehen. Das habt bitte einfach vor Augen, ne? Auch hier Impfstoffkerze nach US-Wahl schon gut angezogen und der Markt sich danach auch ewig zur Seite geschoben und dann aber Stück für Stück immer weiter oben rausgearbeitet. Das muss man ein bisschen jetzt auch im Sinn haben, das muss man mit kommen sehen auch teilweise, wir sind wieder über 200-Tage-Linie, die Chartlage wird jetzt wieder positiv. Ja, das heißt, auch Einzelaktien generieren jetzt Verkaufssignale in Europa, in Amerika, überall kommen jetzt Kaufsignale und das kann natürlich weitere Käufer nach sich ziehen. Also dahingehend nicht hinstellen und sagen, Martin hat gesagt, von 14.200 geht es jetzt richtig runter, wenn er das ignoriert und da deutlich überpaced per Tagesschluss mehrere Tagesschüsse dann distanzieren davon, 14.800 einplanen bis 15.200, das wäre so die nächste Zone, ja. Also wenn er hier jetzt nicht den Puck macht, dann macht er hier. Dann läuft er noch bis hier oben rein und dreht sich von dort dann richtig runter. Ja. Gut. Ich mach zu. Scheiße, Mann. Auch wieder 18 Minuten. Aber das kann raus. Ich denke, das ist okay. Ist ja auch wichtiger Tag gewesen halt, ne? Müssen wir ein bisschen mehr drüber sprechen. Ich wünsche euch was. Ciao.